select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Willkommen, liebe Gäste hier im Bibhaus draußen im Clubhaus zur ersten Pressekonferenz in der Saison 18-19. Hier ist Frau Spielberg gegen die TSG Backnang. Bei mir sind die beiden Cheftrainer, zu meiner Rechten Andreas Lechner, herzlich willkommen hier, und unser Trainer Tobias Hinter. Zunächst Ihnen, Andreas Lechner, herzlichen Glückwunsch zunächst zum Sieg hier in Backnang. So was nennt man heutzutage effektiv, mit der ersten Torschance gleich ein Tor danach gelegt, und als der SV Spielberg den Anschluss über markiert, sofort die Antwort da, oder? Ja, ich denke, wir haben vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt. Wir wollten die Räume relativ eng halten, dass der Gegner wenig Raum hat zum Spielen, ist uns gut gelungen. Haben dann immer wieder nach vorne gespielt, auch das erste Tor sehr schön rausgespielt. Was vielleicht nicht so gepasst hat in der ersten Halbzeit, waren die Bälle dann von den Außenpositionen, wo wir einfach schlampig reingespielt haben. Aber ich denke, ich bin mit der ersten Halbzeit, wie meine Mannschaft aufgetreten ist, in der Halbzeit sehr zufrieden. Wie Sie gesagt haben, in der zweiten Halbzeit sind wir schlechter rausgekommen. Haben dann auch das Tor bekommen, das Spielberg auch ebenfalls sehr schön rausgespielt hat. Da hat man dann gesehen, wenn man die Bälle sauber von den Außenpositionen reinspielt, was dann möglich ist. Danach haben wir aus meiner Sicht keine Zeit lang zu viel mit langen Bällen gespielt, haben wenige Belastung gehabt. Aber es war natürlich auch irgendwann klar, dass uns die Kraft ausgeht. Wir haben einige Spieler gehabt, urlaubsbedingt in der Vorbereitung und verletzungsbedingt gefehlt haben. Es ging dann nur noch über den Kampf, und das hat meine Mannschaft nämlich hervorragend angenommen. Sie haben sich gegenseitig unterstützt, haben die Zweikämpfe gesucht, sind auch noch weite Wege gegangen und sind die Körner dann natürlich ausgegangen. Aber wir haben auch keine Torschancen mehr zugelassen, und mit Sicherheit haben wir natürlich das dritte Tor dann auch zum richtigen Zeitpunkt gemacht, da wo Spieler ein bisschen Oberwasser gewonnen hat. Und ich schätze trotzdem ein Kompliment an meine Mannschaft, und für mich war es unter dem Strich ein verdienter Sieg für uns. Dankeschön. Vielen Dank. Kannst du das unterstreichen, Tobias, dass es ein verdienter Sieg war für die Gästemannschaft? Ja, wenn man die Summe entscheidender Szenen und Fehler sieht, die wir gemacht haben, dann ist es ein verdienter Sieg für die Gäste. Glückwunsch dazu. Ich glaube, wir waren am Anfang stabil, aber am Anfang gar nichts zugelassen bis zum 1-0. Dann haben wir schon ein bisschen der Faden verloren in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit, finde ich, sind wir dann sehr, sehr gut rausgekommen, mal das Tor und das direkte 3-1 dann im Gegenzug nahezu hat dann schon wehgetan, ja, ist klar. Es wäre vielleicht nochmal umgebogen worden, das Spiel, wenn Robin Müller plötzlich den Ball richtig trifft und dann das Tor holt. Ja, war fast die identische Szene wie zum Anschlusstreffer. Ja, hat er leider nicht gut getroffen. Tobias, man braucht kein Prophet zu sein, um zu sagen, dass wir schweren Zeiten entgegen, wenn man die nächsten Gegner sieht. Mal wie in Freiberg, in Anderhaus gegen Ravensburg. Ja, ich denke, wenn man jetzt einfach mal vom Papier her geht, sind das natürlich richtige Kaliber. Ich habe das Spiel, das direkte Duell am Sonntag in Freiberg sehr, sehr hohe Qualität, aber das heißt ja nicht, dass wir die auch schon vorher beide verloren haben. Die Mannschaft muss sich natürlich, sie ist neu formiert, muss sich natürlich erst finden, aber man sollte sich halt relativ schnell finden. Ja, aber da muss ich ein Stück weit widersprechen, weil ich glaube jetzt nicht, dass wir da draußen heute irgendein Tor bekommen haben, weil sich irgendjemand nicht gefunden hat, sondern wir haben ja mitgeholfen. Und man muss dann schon auch sagen, das sind dann ja nicht Spieler, die hier irgendwas zum ersten Mal machen. Von daher gehe ich dann nur bedingt mit. Danke, Tobias. Andreas Lechner. 4 Punkte. Wie sehen die Saisonziele aus jetzt? Wir ändern aufgrund von der Punktzahl jetzt unser Saisonziel. Es ist ganz klar, dass es für uns definitiv nur um den Klassenhalt geht. Das haben wir so von Anfang an kommuniziert. Das weiß die Mannschaft, das weiß der Verein, das weiß ich. Da tut uns natürlich jeder Punkt gut. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sieht, was andere Mannschaften mit Möglichkeiten haben. Und ich habe mir unter anderem auch das Spiel letzte Woche angeschaut, mit der Kollegin auch zwischen Freiberg und Ravensburg, was da auf dem Platz steht, was Qualität auf dem Platz steht. Wie gesagt, man muss sich vor niemandem verstecken. Aber wir wollen jetzt auch mit den 4 Punkten ganz klar, es zählt nur der Klassenerhalt für uns dieses Jahr. Okay, vielen Dank, Andreas Lechner, dazu viel Erfolg, alles Gute, gute Heimreise. Danke dir, Tobias. Ich hoffe, dass wir bald hier
erfreulicher Gesichter sehen werden. Vielen Dank und ein schönes Wochenende. Tschüss und auf Wiedersehen. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.